Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird erläutert, wie Sie in Windows 10 Wiederherstellungspunkte erstellen, löschen und ein System mit diesen wiederherstellen. Mit Hilfe von Wiederherstellungspunkten können Sie die Windows 10 Systemdateien sowie die Funktionsfähigkeit des Betriebssystems wiederherstellen, plötzlich aufgetretene Fehler beheben oder das System in den Status zum Zeitpunkt der Erstellung des Wiederherstellungspunkts zurücksetzen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Standardmäßig hat Windows während der Installation oder Deinstallation von Updates, Treibern oder Anwendungen einen Wiederherstellungspunkt eingerichtet. Um einen Wiederherstellungspunkt zwangsweise zu erstellen, rufen Sie die Systemsteuerung auf. Wählen Sie den Anzeigemodus Größe Symbole und suchen Sie den Punkt Wiederherstellung. Klicken Sie im nächsten Fenster auf Einstellungen für die Systemwiederherstellung und auf der Registerkarte Systemschutz auf Erstellen. Geben Sie als nächstes eine Beschreibung ein, um den Wiederherstellungspunkt zu identifizieren. Das aktuelle Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Wiederherstellungspunkts werden automatisch hinzugefügt. Klicken Sie auf Erstellen und warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Es muss nicht lange dauern. Anschließend wird die Meldung angezeigt, dass der Wiederherstellungspunkt erfolgreich erstellt wurde. Wir können auch die automatische Erstellung von Wiederherstellungspunkten konfigurieren. Gehen Sie dazu in die Systemsteuerung Administration und führen Sie den Taskplaner aus. Wählen Sie dann links im Aufgabeplanungsfenster Planungsbibliothek Microsoft Windows Systemwiederherstellung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeichenfolge SR und klicken Sie auf Eingehen schaffen. Öffnen Sie im nächsten Fenster die Registerkarte Trigger und klicken Sie auf Erstellen. Hier können wir auswählen, wann die Aufgabe gestartet werden soll, gemäß Zeitplan, beim Betreten des Systems, beim Starten, im Leerlauf und so weiter. Und jede Aufgabe nach eigenem Ermessen konfigurieren. Um Windows 10 vom Wiederherstellungspunkt wiederherzustellen, gehen Sie zur Systemsteuerung, dann Wiederherstellung, Systemwiederherstellung starten und klicken Sie auf Weiter. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Wiederherstellen von Windows 10 von einem Wiederherstellungspunkt nur die System- und Software-Einstellungen des Betriebssystems betrifft. Wenn Sie den Wiederherstellungspunkt verwenden, werden alle Programme gelöscht, die nach der Erstellung installiert wurden und zuvor gelöschte Dateien werden nicht wiederhergestellt. Wählen Sie den gewünschten Wiederherstellungspunkt aus der Liste und klicken Sie auf Weiter. Wir bestätigen die Notwendigkeit, das Rollback des Systems vom Wiederherstellungspunkt aus zu starten und danach wird dieser Prozess gestartet. Wenn Windows nicht startet, können wir ein System-Rollback an einen Punkt in der Systemwiederherstellungsumgebung starten. Hierzu können Sie die Wiederherstellungsdiskette, die Startdiskette oder das USB-Stick verwenden. Nach 3 falschen Windows-Downloads wird das Programm automatisch gestartet. Klicken Sie in der Wiederherstellungsumgebung auf Problembehebung. Erweiterte Einstellungen, Systemwiederherstellung.
Klicken Sie anschließend auf Weiter, wählen Sie auch den gewünschten Wiederherstellungspunkt aus und klicken Sie erneut auf Weiter und warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das System über die Befehlszeile als Administrator vom Wiederherstellungspunkt aus wiederherzustellen. Diese Methode ist in dem Fall relevant, in dem die einzige funktionierende Startoption für Windows 10 der abgesicherte Modus mit Befehlszeilenunterstützung ist. Führen Sie dazu die Befehlszeile aus und geben Sie rstroe.exe ein. Danach wird die grafische Oberfläche zum Starten des Wiederherstellungsassistenten gestartet. Um Wiederherstellungspunkte zu entfernen, können zwei Optionen verwendet werden. Das erste ist das Entfernen aller Wiederherstellungspunkte mit Ausnahme der letzteren. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den Datenträger, auf dem die Wiederherstellungspunkte gespeichert sind, und klicken Sie auf Eigenschaften. Wählen Sie auf der Registerkarte allgemein die Option Datenträgerbereinigung. Warten Sie, bis die Vorbereitung für die Datenträgerbereinigung abgeschlossen ist. Klicken Sie danach auf Systemdateien löschen und warten Sie erneut, bis die Festplattenprüfung abgeschlossen ist. Klicken Sie anschließend auf der Registerkarte Erweitert im Abschnitt Systemwiederherstellung und Schadenkopie auf Löschen. Danach werden alle Wiederherstellungspunkte mit Ausnahme der letzten gelöscht. Die zweite Option ist das Löschen aller Wiederherstellungspunkte einschließlich des letzten. Gehen Sie dazu zu Systemsteuerung, Wiederherstellung, Systemwiederherstellung konfigurieren. Klicken Sie auf der Registerkarte Systemschutz auf Konfigurieren. Klicken Sie anschließend auf Löschen und warten Sie, bis alle Wiederherstellungspunkte entfernt wurden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg. Tschüss.